Vom 2. bis 6. Mai ist in Cottbus wieder Umweltwoche. Ganz traditionell startet diese zum 23. Mal mit einem vielfältigen Programm. Das Motto in diesem Jahr: Wasser ist Bewegung. In diesem Jahr ist neu, dass wir erst am Donnerstag starten, weil am Mittwoch ist der 1. Mai. Und so starten wir, gehen wir gleich ins Volle, nämlich mit dem Start der Umweltwoche gemeinsam mit dem Geranienmarkt und dem Umweltmarkt auf dem Stadthallenvorplatz. Am 2. Mai geht es los. Wichtig ist, dass an diesem Tag auch der Kinder- und Jugendumweltwettbewerb, die Preisträger dort geehrt werden auf der Umweltwoche. Und da muss man gleich was zum Motto sagen des diesen Jahres. Und zwar steht alles unter dem Motto: Wasser ist Bewegung. Der Kinder- und Jugendumweltwettbewerb stand auch unter dem Motto. Die Preisträger wurden ermittelt und die werden dann in der Spreegalerie geehrt. Und es gab in diesem Jahr auch wieder ein Internetvoting und es wird der Cottbusser Gesamtsieger ermittelt. Der wird dann auch dort verkündet. Naja, und dann geht's weiter. Wir sind dann schon am Freitag und der ist voller Veranstaltungen. Wir werden eine Festveranstaltung haben zur Umweltwoche. Da wird auch wieder ein verdienter Cottbusser sich in die Ehrenchronik eintragen dürfen. In diesem Jahr insbesondere unter dem Motto: Wasser ist Bewegung. Ganz interessant. Ein Feuerwehrmann, ein freiwilliger Feuerwehrmann, der zu dieser Ehre kommt. Und es wird auch wieder eine Umweltschule ausgezeichnet und geehrt durch den Umweltausschuss der Stadt Cottbus. Und es wird das Puppentheater Kusani etwas zum Thema Wasser ist Bewegung aufführen. Ein sicherlich interessantes Stück für Jung und Alt. Naja, und dann geht es an diesem Tag weiter mit dem Cottbusser Tag des Baumes. Der findet im Pädagogischen Zentrum für Umwelt und Natur in der Dahlitzer Straße statt. Da wird der Baum des Jahres ein Wildapfel gepflanzt im Übrigen. Da gibt es unter dem Motto, es wird kernig, interessante Vorträge zum Thema Cottbusser Bäume. Und am selben Tag gibt es auch die Preisverleihung des Malwettbewerbes bei den Stadtwerken. Hier gab es ja den Wettbewerb Die vier Elemente und ihre Energien. Da sind über 100 Einsendungen erfolgt und da werden die Preisträger geehrt. Und jetzt ganz interessant noch am selben Tag, also am 3. Mai um 15 Uhr in der alten Chemiefabrik. Da drehen wir das Thema ein bisschen um und fragen: Wasser in Bewegung? Fragezeichen. Da gibt es Fachvorträge zum Thema Wasser in Cottbus. Es geht mit dem Grundwasser los. Wie sind die Grundwasserstände? Welchen Einfluss hatte das 2010er Hochwasser? Welchen Einfluss hat der Tagebau? Und so weiter und so fort. Und es wird dann natürlich die Frage gestellt: Was passiert denn, wenn sich im Grundwasser Schadstoffe ausbreiten? Da haben wir ein Beispiel vor der Haustür im Potsdamer Chemiehandel. Dazu wird es Erläuterungen geben. Und es wird auch gezeigt und vorgetragen, was man dagegen machen kann und wie die Technologie sich vollzieht. Danach kann man auch die Anlage besichtigen, die jeder vielleicht schon kennt von außen, die kann man dann von innen mal besichtigen. Und dann sind wir schon am Sonntag, eigentlich der traditionelle Abschlusstag, mit der Familie die Natur erleben, am Bootshaus des Lok RAW. Dort gibt es zahlreiche aktive Erlebnismöglichkeiten für Freunde der Natur. Wandern, geführte Wandern, Joggen, Nordic Walking, Paddeln, Fahrradtour, all diese Dinge finden dort statt. Und gleichzeitig aber wird natürlich die uns immer schon die Treue gehalten haben, der Angelverband Cottbus, der wird ein Kinder- und Jugendangeln machen im Spreeauenpark in dem Weiher dort. Da hat man zum Tag der Vereine nämlich eine ganze Menge Fische gefangen und das hat motiviert dazu, mit den Kindern und Jugendlichen das Kinder- und Jugendangeln noch zu machen. Das findet auch noch Sonntag statt. Und dann haben wir noch den Montag. Weil wir ja später angefangen haben, machen wir etwas länger. Der Montag wird dann durch die BTU besetzt. Auch zum Thema Wasser ist Bewegung gibt es viele Aktionen rund um das Wasser. Erlebniswertes um das Wasser, Experimente kann man dort durchführen auf dem Campus der BTU. Und am Abend wird man sich auch dem Thema braune Spree widmen. In einem Fachvortrag zu diesem Thema, warum kam es dazu, was sind die Möglichkeiten, was dagegen zu tun, wie sehen die Perspektiven aus. Das wird alles dort besprochen. Und liebe Bürgerinnen und Bürger, ich lade Sie sehr, sehr herzlich ein. Kommen Sie zur 23. Cottbusser Umweltwoche. Nehmen Sie die Angebote wahr. Die sind im Übrigen alle kostenfrei. Und wir freuen uns auf Sie. Wir würden gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen und Sie auf der Umweltwoche begrüßen.